Hallo meine lieben Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Wir sind wieder am Start und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ja, gestern sollte es eigentlich alles kommen, aber ich hatte gestern einfach viel zu tun. Ja, das Leben, ne? Das normale Leben, es ist sehr, sehr anstrengend, ne? Wofür gibt es das eigentlich? Man müsste eigentlich nur virtuell leben. Nein, alles gut. So, pass auf, mal gucken, was der Vampirtag so bringt. Wenn das jetzt hier nicht hängen würde. Müssen wir halt eben mal ein bisschen warten, oder? So, jetzt habe ich mal schon mal die Musik ausgeschaltet. Was, glaube ich, echt sinnvoll ist. Das ist ja fürchterlich. So. Ich verstehe, dass er unglücklich ist. Er ist sehr sensibel. In ihn steckt ein Künstler. Das hatten wir beim letzten Mal schon gehabt. Es geht um die Geschichte, dass sich der Vater erlaubt hat, einfach die Kinder einfach alle zu verwandeln. Und Nikolai hat durchblicken lassen, dass er damit nicht so ganz einverstanden war. Er braucht ein gewisses Lebensgeist, um sein Talent ausleben zu können. Ohne diesen ist seine Begeisterung für die Kunst anders. Das stört ihn sicher sehr. Natürlich. Es leckt natürlich, ne? Warum leckt das jetzt gerade wie sauer? Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Er wirkt überrascht von meinen sehr kleinen Reflexionen. Klaren Reflexionen. Ihr seht, es dauert ein bisschen länger. Also viele Leute, die sich jetzt gefragt haben, hey, egal, man kann es auf dem PC spielen. Es ist anstrengend, ihr seht es, ne? Dieses Hängen und so und alles. Und dann hat man natürlich eben halt bei gewissen Videosequenzen, wie bei Duskwood, hat man echt Probleme denn damit, ne? Das ist schon so ein bisschen anstrengend. Ihr seht, wie der Finger da auch schon am Freezen ist. Das ist irre. Als hätte ich, weißt du, bräuchte dieses Spiel jetzt einen High-End-Rechner oder so, weißt du? So. Ich denke, da ist was dran. Aber unser Vater kümmert solche oberflächlichen Details nicht sonderlich. Er zieht es vor, wenn man sich auf seine Karriere und seinen Einfluss auf andere konzentriert. Ob das jetzt so gut ist für die Kinder denn? Ich weiß es nicht. Die armen Bartulis. Er war immer besessen von Macht. Egal in welchem Jahrhundert wir gerade gelebt haben. Also sind die wohl auch schon ein bisschen älter. Ich wüsste gerne, aber wann ist denn jetzt zum Beispiel Drogo verwandelt worden? Die sehen ja relativ modern aus. Während Nikolai doch irgendwo eine Zeit stehen geblieben ist. Ich versuche nicht, das Gesicht zu verziehen, als ich diese Info höre. Wie alt sie wohl sein werden? Das haben wir uns ja natürlich auch gerade gefragt. Als was arbeitet ihr denn? Er ist ein sehr mächtiger Mann. Was auch immer geschieht, halte dich von ihm fern. Er tut dir nicht gut. Oh, den Vater will ich kennenlernen. Okay, das beantwortet zwar jetzt nicht meine Frage, aber naja. Papa Bartoli ist also ein eher griesgrämig. Schöne Aussichten. Und ich wollte mich gerade über die Söhne beschweren. Also, Herr Papa Bartoli, das geht hier gar nicht mit Lori, das ist eine freche Göre. Du wirst ja auch nicht älter, ne? Ah, oh, da ist sie ja schon. Kaum spricht man von ihr. So. Nun, da ich das also alles weiß, verspüre ich keinen Druck, ihn kennenzulernen. Zugleich muss ich an Sarahs Worte denken. Und da sollten wir drüber nachdenken, tatsächlich, ne? Es liegt jetzt bei Sarah daran, die Abneigung, weil es Vampire sind und sie hat sich nicht damit ganz auseinandergesetzt oder einfach schon, weil die eine schlechte Vergangenheit hatten. Er ist also eher ein böser Vampir. Böse? Ihr sein zweiter Vorname. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Michael schaut es. Also, wir haben die Einstellung, die Jobeinstellung als Kindermädchen ja von Herrn Bartoli gekriegt, ne? Was hat er mit uns vor? Vielleicht haben sie auch den Papa unten eingesperrt, weil er amok gelaufen ist und alle Menschen gegessen hat in Mystery Spells. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mich erschaudert's. Sein Vater ist trotzdem derjenige, der mich eingestellt hat. Er weiß also eine ganze Menge Sachen über mich. Das ist das eben. Aber mach dir keine Rübe. Unser Vater ist viel zu beschäftigt, als dass er sich um uns kümmern würde. Zumindest solange wir keine Schwierigkeiten bereiten. Das ist der Notarzt, der kommt schon mal. Du sagst das so, als wäre das das Normalste der Welt. Seine Augen funkeln vor Schalkhaftigkeit. Ich bin eher brav und Lori wurde gerade erst in die Welt der Menschen integriert. Aber mit Peter und Drogo ist das ja nicht ganz komplizierter.
Bei Drogo wundert mich das nicht, aber bei Peter? Nikolai seufzt. Nein, wir gucken jetzt nichts Video. Unser Vater vertritt die Auffassung, dass er uns eine große Ehre erwiesen hat, indem er uns verwandelte. Dass Peter sich eher zu seiner Menschlichkeit hingezogen fühlt, stößt ihm übel auf. Wahrscheinlich schlechtes Blut. Aber ich habe keine Angst. Unser Vater hat mehrere Wohnungen über die gesamte Welt verteilt. Und da er sehr viel arbeitet, ist er häufig nicht da. Na, zum Glück ist er wohl jetzt nicht da. Wir haben uns daran gewöhnt und leben hier sehr gut damit. Ich bleibe ängstlich. Ich bin erleichtert. Ach, ich weiß nicht. Der Vater, der stellt ein echt großes Risiko dar, tatsächlich. Also sollte man einfach nicht irgendwie pur. Puh. Weil er kommt ja auch mal wieder nach Hause. Und wenn wir gerade da sind und er hat gerade Hunger von so einer langen Dienstreise und dann kommt man nach Hause, geht zum Kühlschrank, was da drinne, eine kleine Sahnetrüffelchen, wird dann mal flott ausgesaugt. Ach, das ist... Ich bleib mal lieber ängstlich. Ängstlich. Und kommt er auch mal ins Herrenhaus zurück? Selten. Na, immerhin etwas. Aber er hat die verwandelt, weil er einsam ist, aber kommt nicht zu seinen Kindern zurück? Da stimmt was nicht. Du wirst sehen, dass sich die Stimmung stark zum Negativen wandelt, wenn er da ist. Wir können ihn schon spüren, wenn er noch Kilometer weit entfernt ist und er euch auch. Mit derlei Beschreibung sorgst du nicht gerade dafür, dass ich ruhiger werde. Mir ist es lieber, wenn du vorgewarnt bist. Du ängstigst dich vor Drogo. Neben unserem Vater wirkt er wie ein Engel. Einfach mal nichts mehr. Ich muss schlucken. Ich lache gehässig. Ein Engel? Na gut. Weißt du, ich zögere immer noch hier zu bleiben. Und das war jetzt gerade nicht irgendwie aufmunternde Worte, wirklich hier zu bleiben. Okay, wir müssen jetzt mal ganz schnell Karten legen, na Drogo? Wir legen die Karten für Weiterkommen in dieses Spiel. Oh, Werbung. Ah! So, gepuzzelt haben wir schon mal. Weiter geht's, ne? Ich dachte mir, weißt du, bevor wir uns die Werbung lange anschauen. Okay. Karten gelegt. Mein Vater hat dich rangestellt. Er hat also keinen Grund, dir zu schaden. Und sollte es doch eines Tages auch nur das geringste Problem geben, werden wir dich schützen vor euren Vater. Für diesen Fall solltest du Drogo vielleicht Bescheid sagen, dass er auf meiner Seite sein sollte. Ja. Nikolai sieht mich gleichmütig an. Also, Nikolai sieht mich gleichmütig an. Sein Blick wirkt weich. Hallo Nikolai, du weicher Typ. Du irrst dich, sahnet Rufelchen, wenn du Drogo Böses unterstellst. Ich weiß, dass er eingreifen würde. Schau, was er getan hat, als du Loan gegenüberstandst. Sicher, aber warum spielt er denn diesen Katz-und-Maus-Spiel mit mir? Warum quält er mich und stürzt mich von einem Gefühlsextrem ins nächste? Ich fühle mich durch sein Verhalten verletzt. Ich fühle mich verletzt, genau. Ich bin jetzt, meine weibliche Seite kommt jetzt ein bisschen raus. Sei mir nicht böse, wenn ich gegenüber deinem Vater und deinem Bruder weiter vorsichtig bin. Er lacht, weil ich ihm weiter kein Vertrauen schenke. Das ist natürlich, lache ich auch immer grundsätzlich. Wenn mir niemand vertraut, lache ich darüber. Lieber ein bisschen mehr Misstrauen als zu wenig. Ich spüre eine gewisse Furcht davor, auf einmal diesem famosen Vater gegenüberzutreten stehen. Ich bin überzeugt davon, dass er weit weniger sympathisch sein wird wie seine Söhne. Das glaube ich auch. Schon bei ihnen habe ich so meine Schwierigkeiten, mich anzupassen. Was ich aber nicht verstehe, warum mischt sich dieser ach so mächtige Mann eigentlich unter Menschen? Ja, Bock auf Blut und so? So, meine lieben Leute. Ach. Scheiße, wir kommen hier nicht wirklich voran. Ne? Gut, wir wissen jetzt mehr über den Vater von den Bartolis, aber wir kommen hier in dieser Geschichte nicht wirklich weiter voran. Ich habe ja mal gedacht, jetzt kriegen wir mal so ein bisschen Infos über Drogo oder so. Naja, mal gucken. Diese Woche gibt es auf jeden Fall noch eine Folge. Also bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.